Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Dräger. Die Terrorismusbekämpfung und Abwehr hat unverändert, und das bleibt auch so, höchste Priorität, aus besten Gründen. Und eine Grundvoraussetzung, um sie zu gewährleisten, ist die vernünftige und reibungslose Zusammenarbeit der Behörden auf allen Ebenen, zwischen Europa und dem Bund, zwischen dem Bund und den Ländern. Am 1. Februar 2017 haben der Bundesminister der Justiz und der Bundesminister des Inneren den Entwurf für eine Novellierung des BKA-Gesetzes vorgelegt, in dem sie unter anderem schnell und entschlossen auf den schrecklichen Anschlag vom 19.12.2016 reagiert haben. Sie beziehen sich in Ihrem Antrag, den Sie nun vorlegen, vor allem auf die elektronische Aufenthaltsfeststellung, die in dem Entwurf im § 56 geregelt werden soll und die sich vor allem darauf bezieht, dass Gefährder lokalisiert werden können sollen. Ich sage es an der Stelle vorweg: Wir werden nicht mit einer einzelnen Maßnahme die Terrorismusbekämpfung wirklich erfolgreich bestreiten können. Und wir werden ja im Einzelnen in der Erörterung noch sehen, wie sinnvoll die elektronische Fußfessel, so wird sie ja genannt, an dieser Stelle ist und welchen Beitrag sie überhaupt leisten kann. Sie haben Ihren Antrag nun darauf gegründet, dass § 56 entsprechende Maßnahmen vorsieht, und Sie haben ihn in 25b als Vorschlag für das ASOC nachgebildet, im Wesentlichen wortgleich. Und ich denke, an dieser Stelle muss man eines sehen: Die Novellierung des BKA-Gesetzes war nicht alleine geboten durch den Anschlag. Da wurde schnell gehandelt, das habe ich gesagt. Sie war auch geboten, weil das Bundesverfassungsgericht im April des vergangenen Jahres die Neuregelung insgesamt gefordert hat, unter bestimmten Vorgaben. Das war die Entscheidung vom 20. April 2016 zu den verbundenen Verfahren 966 und 1140 aus 9. Das Bundesverfassungsgericht hat hierbei klare Leitsätze aufgestellt, aus denen sich bestimmte Vorgaben auch für uns hier ergeben. Das ist zum einen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, dass eine Maßnahme wie die elektronische Fußfessel bei Gefährdern verhältnismäßig sein kann. Das ist gar nicht der Punkt. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch gesagt, dass es individuellen Rechtsschutz geben muss bei einschneidenden Maßnahmen. Und wir haben es hier zwar nicht mit einer freiheitsentziehenden, aber freiheitsbeschränkenden Maßnahme zu tun, die vorgeschlagen wird. Das setzt Bestimmtheit voraus. Und ich habe mir die Formulierungen in den nun vorgeschlagenen Neuregelungen angesehen. Dort ist die Rede davon, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person in überschaubarer Zeit eine Straftat begehen wird, nach 129a vor allem, dann habe ich Zweifel, dass hier dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprochen wurde. Und das Gleiche ist bei der Formulierung, individuelle Merkmale eine konkrete Wahrscheinlichkeit annehmen lassen, das ist im zweiten Teil dieses Gesetzesentwurfs, dass diese Person solche Straftaten begehen wird. Der Gefährderbegriff ist das Problem selbst an dieser Stelle. Und möglicherweise sind wir nicht so gut beraten, hier auf diese einzelne Maßnahme zu setzen. Wichtig ist, dass wir eine Identifizierung schnellstmöglich der Personen haben, um die es geht. Das muss Vorrang haben. Wichtig ist, dass die Maßnahmen durch entsprechende Kräfte auch umgesetzt werden können. Der Hinweis darauf, dass eine Non-Stop-Observation wahrscheinlich nicht zu leisten ist bei der Anzahl der Gefährder, ist vollkommen richtig. Aber es gibt noch viele Sachen, die wir verbessern können, das werden wir auch tun. Und an dieser Stelle sage ich, dass wir hinsichtlich der Bestimmtheitsgrundsätze, denen wir folgen müssen, diese von Ihnen aufgeworfenen Formulierungen dringend überprüfen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.